Colleen Ritzer ist 24 Jahre alt. Sie hat ihren Traum verwirklichen können und arbeitet als Lehrerin an der Danvers High School. Schon seit ihrer Jugend träumt sie davon, jungen Menschen zu helfen und sie auf dem Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten. Endlich hat sie sich diesen Wunsch erfüllen können und ist glücklich über ihre neue Arbeitsstelle. Doch eines Tages kommt sie nach der Schule nicht nach Hause. Ihre Familie kann sie nicht erreichen und niemand weiß, was mit der lebensfrohen jungen Frau geschehen ist. Bald darauf findet man sie. Tot, missbraucht und ermordet auf extrem brutale Art und Weise. Was für ein Mensch ist zu solch einer Tat fähig? Aufschluss darüber geben die Überwachungsvideos der Schule. Sie zeigen Bilder, die vorher niemand hätte für möglich halten können. Bilder, die so schockierend sind, dass man aufhört, an das gute Menschen zu glauben. Bevor wir mit dem Video beginnen, möchte ich euch kurz noch BookBeat vorstellen. In Spanien war ich in einem abgelegenen Surfcamp und da hatte ich kein Internet. Eigentlich gut, sollte man meinen. Aber ich brauche immer irgendetwas auf den Ohren beim Einschlafen. Meistens oder fast immer sind es Hörbücher. Und da war es mega praktisch, dass man die Hörbücher bei BookBeat auch abspeichern und offline hören kann. Gepaart mit der Schlummerfunktion, bei der man einstellen kann, wann das Hörbuch stoppen soll, hatte ich selbst ohne Internet einen, naja, gesunden Schlaf kann man das nicht nennen, aber ich hatte zumindest einen Schlaf. Und immer wenn ich euch BookBeat vorstelle, habe ich einen Buchtipp für euch. Denn manchmal erschlägt einen das Angebot von mehr als 500.000 Titeln bei BookBeat. Ich höre gerade Sadisten von Lydia Benecke. Ich bin eh großer Fan von der Frau. Und in dem Buch stellt sie uns verschiedene Fälle vor und analysiert sie auf Basis aktueller wissenschaftlicher Theorien. Wirklich lesens- bzw. hörenswert. Sollte euch das Buch nicht zusagen, könnt ihr natürlich auch einfach auf BookBeat durch die verschiedenen Genres stöbern, einen Titel gezielt suchen oder euch etwas vorschlagen lassen. Und mit dem Promocode Insolito könnt ihr BookBeat für 2 Monate kostenlos testen und in so viele Hörbücher reinhören, wie ihr möchtet. Die Auswahl ist wirklich riesig. Den Link dazu findet ihr auch in der Infobox. Einfach draufklicken und loshören. So, und jetzt zum heutigen Video. Colleen Ritzer kommt im Mai 1989 als erstes Kind von Peggy und Tom Ritzer auf die Welt. In den Jahren danach bekommt das Paar noch 2 Kinder, Daniel und Laura. Colleen ist von klein auf ein sehr soziales und höfliches Kind. Zu ihrer Familie hat sie eine sehr enge Bindung. Ihre beiden jüngeren Geschwister beschützt sie immer und achtet stets darauf, dass die beiden nicht ungerecht behandelt werden. Schon früh hat Colleen ein Verständnis davon, was richtig und was falsch ist. Sie ist auch eine ausgezeichnete Schülerin und ihr Lieblingsfach ist von Anfang an Mathe. Zusammenhänge erkennen und mit Zahlen umgehen liegt ihr. Und so entwickelt sich schnell ihr großer Traum, später einmal als Mathelehrerin zu arbeiten. Von klein auf möchte Colleen anderen helfen und ihnen etwas beibringen. Wenn jemand in der Schule Hilfe braucht, ist Colleen sofort zur Stelle und versucht ihnen zu helfen. 2007 schließt Colleen als eine der Jahrgangsbesten die Highschool ab. Anschließend beginnt sie an der Assumption University in Massachusetts Lehramt zu studieren. Auch das Studium fällt ihr leicht und das Zeugnis, mit dem sie abschließt, kann sich sehen lassen. Bevor sie allerdings beginnt, als Lehrerin zu arbeiten, studiert Colleen zunächst auch noch Psychologie, um sich später in ihre Schüler und deren Probleme besser hineinversetzen zu können. Nach ihrem 2. Studium beginnt Colleen 2011 als Aushilfslehrerin an der Middle School in Stowe zu arbeiten. Ein Jahr später gelingt es ihr, einen Job an der Danvers High School zu bekommen. Die Schule mit fast 1000 Schülern befindet sich am Rande der Stadt Danvers, nahe des Flughafens. Die Highschool zählt zu den besten des Landes und beschäftigt rund 100 Lehrer und Lehrerinnen. Eine von ihnen ist nun Colleen Ritzer. Die mittlerweile 23-Jährige ist sehr glücklich über die Chance, dort arbeiten zu dürfen und hängt sich nun noch mehr in die Vor- und Nachbereitung ihres Jobs. Da sie neben ihrer Arbeit kaum mehr Freizeit hat, lebt sie immer noch bei ihren Eltern. Doch das stört Colleen nicht. Sie versteht sich mit ihrer Familie sehr gut und teilt mit ihrer Schwester Laura ihre große Leidenschaft für Eishockey. Bei jedem Spiel, welches Laura spielt, sitzt Colleen in den Zuschauerrängen und feuert ihre kleine Schwester an. Colleens zweite Leidenschaft bleibt stets ihre Arbeit. Sie twittert sogar sehr viel über ihren Job und darüber, wie sehr sie ihn liebt.
In ihrem Profil steht der Satz: Mathelehrerin. Oft zu begeistert von den Themen, die ich unterrichte. Nach dem Unterricht bleibt Colleen meist noch länger, um mit schlechteren Schülern zu üben und ihnen Nachhilfe zu geben. Sie hat in mühevoller Kleinarbeit kreative Wege entwickelt, um selbst den größten Mathemuffeln Spaß an der Welt der Zahlen zu vermitteln. Und es gelingt ihr. Colleen Ritzer zählt in den nächsten Monaten zu den beliebtesten Lehrerinnen an der Schule. Und auch der Rektor und ihre Kollegen sind begeistert von der engagierten und inspirierenden jungen Frau. Dafür nimmt Colleen es gerne in Kauf, jeden Abend bis spät in die Nacht am Schreibtisch zu sitzen und den Unterricht für den nächsten Tag vorzubereiten. Colleen hat es geschafft. Sie hat ihren Kindheitstraum Wirklichkeit werden lassen. Und glücklicher könnte sie nicht sein. Mittlerweile arbeitet Colleen über ein Jahr an der Danvers High School und ihr macht der Job immer noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Besonders ihr Angebot, mit den Schülern nach dem Unterricht noch zu üben, hat sich etabliert und wird dankend angenommen. Der Herbst in Danvers hat eingesetzt. Die ersten Blätter in dem Wald neben der Schule färben sich orange und gelb. Es dauert nicht mehr lang bis Halloween. Auch Colleen freut sich auf diese Jahreszeit. Am 22. Oktober hält Colleen am Nachmittag mal wieder eine ihrer Nachhilfestunden. Es geht um Algebra und nur zwei Schüler sind erschienen. Doch das stört Colleen nicht weiter. Die Schule ist an diesem Nachmittag wie ausgestorben. Der reguläre Unterricht hat um 13.45 Uhr geendet. Und neben ein paar Kollegen und Schülern, die eine AG besuchen, ist keiner mehr da. Eine Überwachungskamera auf dem Flur nimmt noch auf, wie sich Colleen kurz mit ihrer Kollegin Sarah Quinter über den Tag austauscht. Sarah korrigiert an diesem Tag Klassenarbeiten im Zimmer nebenan, weswegen auch sie länger geblieben ist. Colleen trägt an diesem Tag ihre langen braunen Haare offen und ein schlichtes Outfit, bestehend aus einem lila Oberteil und einer blauen Hose. Die gleiche Überwachungskamera nimmt um 14.54 Uhr auf, wie Colleen nach der Nachhilfe in Richtung der Toiletten geht. Fröhlich winkt sie noch jemandem zu. Gegen 16 Uhr beginnt sich Colleens Familie Sorgen zu machen. Die 24-Jährige ist nicht zu Hause angekommen und reagiert nicht auf Anrufe und Nachrichten. Am frühen Abend ruft Colleens Mutter in der Schule an und fragt nach ihrer Tochter. Eine Kollegin sagt ihr, dass Colleens Auto noch auf dem Parkplatz stehe. Daraufhin macht sich ihr Vater sofort auf den Weg zur Schule und beginnt nach seiner Tochter zu suchen. Niemand weiß, wo Colleen sein könnte. Deshalb meldet ihre Familie sie als vermisst. Merkwürdig ist, dass nur wenige Minuten zuvor eine Mutter ihren Sohn als vermisst gemeldet hat. Der Name des Jungen ist Philip. Er ist 14 Jahre alt und Schüler an der Danvers High School. Die Polizei ist sich nicht sicher, ob das Verschwinden der beiden in Verbindung zueinander steht. Doch sie konzentrieren ihre Suche zunächst auf Philip. Er ist noch minderjährig und ihm könnte etwas zugestoßen sein. Wohingegen Colleen eine erwachsene Frau ist, die selbst darüber entscheiden kann, was sie tut und wann sie nach Hause kommt. Die Überwachungsaufnahmen der Schule werden erst einmal nicht angeschaut. Die Beamten konzentrieren sich auf das Schulgelände. Dabei finden sie ein paar Tropfen Blut in einem der Badezimmer. Zunächst erscheint ihnen das allerdings nicht als besonders dramatisch. Am späten Abend finden sie am Wald nahe der Schule Colleens leeres Portemonnaie. Von da an gehen die Ermittler davon aus, dass auch ihr etwas zugestoßen sein muss. Sie beginnen im Wald mit Spürhunden nach ihr zu suchen. Aber erst einmal haben sie keinen Erfolg damit. Um 0.30 Uhr in der Nacht gelingt es Polizisten, den vermissten Philip auf einem Highway in Topsfield aufzugreifen. Passanten hatten die Polizei alarmiert, da der 14-Jährige zu Fuß auf der unbeleuchteten Straße lief. Auf die Frage, was er dort mache, gibt Philip keine richtige Antwort. Generell scheint er sehr wortkarg zu sein. Als man ihn fragt, was er in seinem Rucksack habe, antwortet Philip: alles, was ich zum Überleben brauche. Die Ermittler öffnen den Rucksack und sind schockiert. Darin befinden sich Colleens Kreditkarte, ihr Führerschein, ein blutverschmiertes Teppichmesser und ein Set blaugrüner blutiger Damenunterwäsche. Auf die Frage, von wem das Blut stamme, antwortet Philip: es ist von dem Mädchen. Um
Um 3 Uhr morgens findet die Polizei schließlich Colleen Ritzer in dem Waldstück nahe der Schule. Sie ist tot. Der 24-Jährigen wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen und an ihrem Körper findet man 16 Messerstiche. Sie ist untenrum entkleidet und wurde mit einem Ast missbraucht. Im Umkreis von einigen Metern befinden sich Colleens Kleidung und einige persönliche Gegenstände von ihr. 20 Meter entfernt finden die Polizisten eine große grüne Mülltonne und ein paar blutige Handschuhe. Neben der Leiche liegt ein Zettel, auf dem "I hate you all", ich hasse euch alle, steht. Schließlich schauen sich die Ermittler doch die Überwachungsaufnahmen der Schule an und sind schockiert, was sie darauf erblicken. Als man Philipp 2 Stunden später auf das Revier bringt und zu dem Tod seiner Lehrerin befragt, antwortet dieser: "Als sie mich beleidigt hat, bin ich ihr Lehrer geworden." Philip Chisholm besucht die 9. Klasse der Danvers High School. Er ist gerade erst von Tennessee nach Danvers gezogen. Dort lebt er nun mit seiner Mutter und seinen beiden jüngeren Geschwistern bei der Schwester seiner Mutter. Seine Eltern haben sich getrennt, was auch der Grund für den Umzug war. Philip leidet sehr unter der Trennung und vor allem unter dem Umzug. Er musste all seine Freunde zurücklassen und nun gelingt es ihm nicht, an der neuen Schule Anschluss zu finden. Laut eigener Aussagen hasst er die anderen Mitschüler, weil diese ihn mobben würden. Jeden Tag spricht er davon, zurück nach Tennessee zu wollen. Philip ist sehr verschlossen. Im Unterricht beteiligt er sich nicht. Aber trotzdem schreibt er meist gute Noten. Am 22. Oktober besucht er gemeinsam mit einer anderen Schülerin Colleens Nachhilfeunterricht. Die Schülerin beschreibt ihn als anders. Dieses Mal ist Philip nicht ruhig und verschlossen, sondern wütend. Grund dafür ist ein Streit mit Colleen Ritzer, der sich am Vormittag zugetragen hat. Colleen hat ihn etwas zu seiner Vergangenheit in Tennessee gefragt, woraufhin der 14-Jährige schockiert reagierte. Colleen hatte noch versucht, ihn wieder zu beruhigen. Doch Philip wich zurück und verließ mit sich selbst redend aufgebracht das Klassenzimmer. Die Frage seiner Lehrerin empfand er als grenzüberschreitend und beleidigend. Am Nachmittag nimmt er trotz seiner guten Noten freiwillig an Colleens Nachhilfekurs teil. Die Lehrerin ist überrascht, ihn zu sehen, aber auch froh darüber, dass er sich scheinbar wieder beruhigt hat. Als Colleen kurz das Klassenzimmer verlässt und auf ihre Kollegin Sarah Quinter trifft, erwähnt sie sogar Philip. Sie erzählt, dass sie verwundert ist, dass er ihren Nachhilfeunterricht besucht. Das Gespräch ist nur kurz und danach gehen beide Lehrerinnen zurück in ihre Klassenräume. Um 15.54 Uhr geht Colleen in Richtung der Toiletten. Man kann auf den Überwachungsaufnahmen sehen, wie kurz nach ihr auch Philip das Klassenzimmer verlässt und ebenfalls in die Richtung der Toiletten geht. Man sieht, wie sich der 14-Jährige seine Kapuze aufsetzt und in seine Tasche greift, wo er ein Teppichmesser versteckt hält. Kurz vor der Toilette zieht er sich Handschuhe an. Auf der Damentoilette überrascht er Colleen, wirkt sie bis zur Bewusstlosigkeit, sticht 16 Mal auf sie ein und vergewaltigt sie anschließend. Zu diesem Zeitpunkt ist Colleen zwar bewusstlos, aber noch am Leben. 11 Minuten nachdem Philip die Toilette betreten hat, kommt eine Schülerin dazu, die auf die Toilette gehen will. Sie hört die Geräusche aus der Kabine und verlässt die Toilette schnell wieder, da sie denkt, dass dort ein Pärchen gerade Sex hat. Im Nachhinein macht sich die Schülerin große Vorwürfe, nicht genauer geguckt und so vielleicht Colleens Leben gerettet zu haben. Nachdem Philip gestört wurde, verlässt er schnell das Bad und läuft aus der Schule. Dabei hat er Blut an seinen Händen und an seiner Kleidung. Doch Philip scheint die Tat geplant zu haben, da er Wechselsachen dabei hat, die er nun anzieht. 4 Minuten später betritt er die Schule erneut. Er geht zurück in das Klassenzimmer und holt von dort seinen Rucksack und seine Sporttasche. Beides bringt aus der Schule raus und kommt kurz darauf zurück mit einer großen Mülltonne, die neben dem Eingang stand. Um 15.14 Uhr betritt Philip mit der Mülltonne das Badezimmer und legt Colleens Körper in die Tonne. Anschließend reinigt er die Toilette so gut es geht und zieht die Tonne aus der Schule heraus, über den Parkplatz und in Richtung des Waldstücks. Den ganzen Weg über wird er von niemandem angesprochen, obwohl er auf dem Parkplatz mehreren Passanten begegnet.
Die ganze Zeit über ist Colleen noch am Leben. Philipp bringt sie in den Wald, wo er sie mit einem Ast vergewaltigt und anschließend mit Schutt und Blättern bedeckt. In den nächsten Stunden verblutet Colleen dort. Um 15.58 Uhr kehrt Philipp noch einmal in die Schule zurück. Er hat seine Sportjacke ausgezogen, da diese vermutlich auch Blutflecken an sich hatte. Er holt seine Sporttasche aus dem Spind, geht auf die Toilette und zieht sich ein weiteres Mal um. Auf dem Weg raus aus der Schule trifft Philipp auf eine Mitschülerin. Die beiden unterhalten sich kurz über das anstehende Fußballtraining. Der 14-Jährige sagt dem Mitschüler, dass er zum Fußballtraining gehe, aber dort geht er nicht hin, sondern fährt zu Wendy's, isst dort und besucht anschließend das Kino. Dort schaut er sich den Film Blue Jasmine von Woody Allen an und bezahlt die Eintrittskarten mit Colleens Kreditkarte. Philipps Mutter meldet ihn am frühen Abend als vermisst. Später in der Nacht wird er schließlich am Highway von der Polizei angehalten. Bei seinem Verhör um 5 Uhr morgens gesteht Philipp den Mord sofort. Er sagt der Polizei auch, wo sie die Leiche finden können, da er nicht weiß, dass Colleen bereits gefunden wurde. Als Auslöser nennt Philipp das Gespräch mit Colleen über Tennessee. Die Ermittler sind sich aber nicht sicher, ob das wirklich die Ursache gewesen sein kann. Schließlich hat das Gespräch am gleichen Tag stattgefunden. Und Philipp war vorbereitet. Er hatte viele Wechselsachen dabei, Handschuhe sowie ein Teppichmesser. Das deutet eher darauf hin, dass er die Tat schon länger geplant hatte. Philipp gibt auch an, dass ihn die Schülerin, die die Toilette betrat, aus dem Konzept gebracht habe. Er sei davon ausgegangen, dass kaum jemand mehr im Gebäude sei. Da er nicht wusste, ob die Schülerin etwas gemeldet hat, musste er sich beeilen und konnte seine Spuren nicht so beseitigen, wie ursprünglich angedacht. Aufgrund des Geständnisses kommt Philipp Chisholm in Haft. Im Jahr 2015 beginnt der Prozess gegen Philipp Chisholm in Salem, einer Stadt in der Nähe von Denvers. Viele Angehörige von Colleen besuchen die Verhandlung. Die meisten von ihnen tragen rosa, Colleens Lieblingsfarbe. Philipp wird von der Anwältin Denise Regan vertreten. Sie führt an, dass Colleen bereits im Bad verstarb und bei Philipps Handlung im Wald schon tot war. Ihr Ziel ist es, durch die Schändung einer Leiche zu behaupten, dass Philipp unter Zwang gehandelt habe. So würde eine Unfähigkeit zur Selbstkontrolle vorliegen und Regan könnte beweisen, dass Philipp während der Tat unter einer psychotischen Episode litt. Diese wäre durch Colleens Frage nach Tennessee ausgelöst worden. Mehrere Ärzte werden dazu befragt und diese kommen zu dem Entschluss, dass Colleen mit ziemlicher Sicherheit erst im Wald verblutet ist. Außerdem war Philipp vorbereitet und brachte eine Tatwaffe sowie Wechselkleidung mit zur Schule. Das spricht zusätzlich gegen eine plötzlich ausgelöste psychotische Episode. Während seiner Haft griff Philipp außerdem eine Gefängniswärterin mit einem angespitzten Bleistift an. Ihre Kollegen hörten sie schreien und konnten sie so vor Schlimmerem bewahren. Möglicherweise hätte Philipp Chisholm sonst noch eine weitere Person ermordet. Auch das spricht gegen eine psychische Ausnahmesituation bei der Ermordung von Colleen. Dadurch ist auch der Tathergang, den die Verteidigung angebracht hat, hinfällig. Philipp Chisholm wird als schuldig befunden. Wegen Mordes wird er zu 25 Jahren Haft verurteilt und wegen Vergewaltigung und Raub zu 40 Jahren. Er kann, nachdem er insgesamt 40 Jahre Haft abgesessen hat, eine Bewährung beantragen. Zu dem Zeitpunkt wäre er 56 Jahre alt. Aufgrund der Schwere des Verbrechens wurde Philipp Chisholm trotz seines jungen Alters nicht nach Jugendstrafrecht verurteilt. Colleens Mutter Peggy ist mit dem Urteil aber nicht zufrieden. Sie sagt, Philipp hätte die Möglichkeit zur Bewährung nur bekommen, da er erst 14 Jahre alt war. Peggy sieht das als nicht ausreichende Begründung. Sie denkt, jemand, der solch ein grausames Verbrechen begeht, sollte niemals eine mildere Strafe bekommen und eine zweite Chance, ein normales Leben zu führen. In einem Interview sagt sie, "Wir haben den Eindruck, dass sich der Staat immer noch mehr um die Mörder kümmert, als um die Opfer und ihre Familien. Sie stellen das Leben des Mörders über das Leben des Opfers. Sie sagen im Wesentlichen, dass das Leben des Opfers nicht wichtig ist. Und ihr Leben war wichtig. Unser Leben ist wichtig." Sie hofft, dass ihre Töchter vor Gericht gehen, sollte Philipp die Bewährung in 40 Jahren beantragen. Colleens Vater fügt hinzu, "Das ist falsch. Tut das den Familien nicht an."
Tun Sie es nicht. Denken Sie daran, was Sie den Familien der Opfer antun und was Sie durchmachen müssen. Peggy sagt später in einem Interview: Ihr Tod hat mich so gebrochen. Jetzt isoliere ich mich von den Menschen, die ich liebe, weil es so schwer ist, so zu tun, als ob ich glücklich wäre. Er ist das pure Böse. Und das Böse kann niemals rehabilitiert werden. Und Tom entgegnet: Ich habe Colleen nicht beschützt. Die Aufgabe eines Vaters ist es, Dinge in Ordnung zu bringen. Ich würde alles tun, wenn ich das für Colleen in Ordnung bringen könnte. Auch Philips Mutter ist bei dem Urteilsspruch im Gerichtssaal. Schon zuvor hat sie sich bei den Angehörigen für die Tat ihres Sohnes entschuldigt und ihr Beileid ausgesprochen. Als das Urteil verkündet wird, weint sie leise. Danach sagt sie an Colleens Familie gewandt: Worte können nicht ausdrücken, wie schmerzhaft und traurig die letzten 2,5 Jahre waren. Es gibt jedoch niemanden, der mehr gelitten hat als die Familie Ritzer. Meine größte Hochachtung, meine Gebete und mein bescheidener Respekt sind heute bei Ihnen, während Sie Ihren Weg der Heilung fortsetzen. Als er das Urteil verkündet, sagt Richter David Lowy abschließend: Colleen Ritzer lebte ein Leben des stillen Heldentums. Die Wogen dieser Tragödie werden niemals abebben. Colleen Ritzers Tod ist einer der Fälle, die mich bei der Recherche mit am meisten mitgenommen haben. Es ist kaum vorstellbar, dass ein 14-Jähriger zu solch einer grausamen Tat in der Lage ist. Colleen war ein inspirierender, positiver Mensch, der noch sein ganzes Leben vor sich gehabt hätte. Durch Philip Chisholm wurde ihr jede Chance darauf verwehrt. Auch der Gedanke, dass Colleen während der gesamten Tortur noch am Leben war und dass sie vielleicht hätte gerettet werden können, wenn die Schülerin, die die Toilette betrat, Hilfe geholt hätte, machen mich traurig und betroffen. Aber natürlich trifft die Schülerin keinerlei Schuld. Sie hätte das grausame Verbrechen nicht erahnen können. Wie denkt ihr über den heutigen Fall? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Abonniert mich auch gerne auf Instagram, da kriegt ihr immer alle brandaktuellen Infos mit. Und joint auch gerne meinem Discord. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Aktiviert auch gerne die Glocke, das hilft dem Kanal wirklich mega weiter. Denn so bekommt das Video nach der Veröffentlichung viel Interaktion. Und das hilft dabei, das Video Leuten vorzuschlagen, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zukommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video geguckt habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.